Hallo Leute, und heute ist wieder Unboxing Time mit euer Pitty Bones, und zwar mit dieser Box hier. Ja Leute, ihr seht richtig, mit der MC Fitty Box zu seinem dritten Album, zu seinem dritten Soloalbum, und zwar Graffiti. Und zwar nach 7 Jahren hat er sich zurückgemeldet mit seinem Soloalbum Graffiti. Und ich habe hier die Box hier, und ich würde mal sagen, ich mache die Box mal auf. Hier gibt es leider noch nicht, also es ist nicht eingeschweißt, hier kann man sie direkt aufmachen. Also ich zeige euch mal ganz kurz die Box, so sieht die Box aus. Ja, ich zeige es einfach mal, dass ihr die mal so gesehen habt. Ist jetzt falsch rum, weil ich die schon mal auf hatte. So sieht sie dann auch nicht rum. Auf jeden Fall ist es ja so eine Pappbox, so wie so ein Umzugskarton oder so ist es gestaltet. So sieht sie aus. Oder so eine Graffiti-Box. Also wenn man seine Spraydosen dabei hat, ich glaube, dann nimmt man so eine Kartons oder so. So soll das ungefähr aussehen, weil das ist ja der Titel Graffiti. Ich muss sagen, ich hätte mir das irgendwie cooler vorgestellt. Ja, ich hätte mir das irgendwie, bei den Namen hätte ich das irgendwie vielleicht eine Wand, die bemalt ist oder so, irgendwie mit, wo dann eine Wand ist, wo ein Graffiti drauf gemalt ist oder so. Das hätte ich irgendwie cooler gefunden oder so. Irgendwas, was zum Titel mehr gepasst hätte. Irgendwas Buntes. Ich finde den Titel auch ein bisschen einfallslos. Ich finde, bei MC Fitty, da erwarte ich einen anderen Titel. Sowas wie Geilon. Das erste Album Geilon. Das war schon so ein einfallsreicher Titel, finde ich. Ich mache hier mal auf. Und da haben wir ganz viele Sachen dabei. Das ist, ich packe das mal ganz kurz aus. Ja, ich zeige euch dann nochmal die Box, wenn ich ausgepackt habe. Da ist ganz viel Kleinkram dabei, ein bisschen. Ja, zack, packe ich hier mal alles aus. Muss mal gucken, dass ich auch nichts hier vergesse. Ja, so, zack. Und dann, so sieht dann die Box aus von innen, na, schwarz. Ja, ich mach's mal wieder zu und pack's nach hinten. Kommen wir mal zu dem ersten Inhalt, und zwar zu den Aufklebern. Und da haben wir ordentlich ein paar Stück hier dabei. Und zwar haben wir einmal den Aufkleber hier, so einen Steckdosenaufkleber. Das ist so das erste, was MC Fitty gemacht hat. Da hat er irgendwie Steckdosenaufkleber gemacht und die in eine, überall aufgeklebt. Das ist so, ja, das ist das erste Ding halt, sein Aufkleber mit der Steckdose. Haben wir hier mit dabei, ganz cool. Dann haben wir hier noch so einen Werbeaufkleber von irgendwie Grill, von einer Grillfirma. Ja, die irgendwie Grills herstellen. Dann haben wir noch einen Fitty-Aufkleber. Ja, das sieht denn so aus. Davon hätte ich gerne noch 1, 2, 3 mehr. Das wäre cool gewesen. Dann haben wir noch einen MC Fitty Racing Team Aufkleber. Das sieht dann so aus. Davon hätte ich auch gerne 1, 2, 3 mehr. MC Fitty Aufkleber in Rot. Das sieht dann so aus. Auch cool. Gefällt mir eigentlich. So einen Aufkleber mag ich. Hätte ich auch gerne mal 2, 3 mehr zum Aufkleben. Und hier ein MC Fitty Aufkleber, den ich sehr, sehr cool finde. Davon hätte ich gerne auch 1, 2, 3 mehr, damit ich einen oder so aufkleben kann oder so und den Rest aufheben. Weil das sieht echt cool aus. Das ist echt ein cooler Aufkleber. Ja? Das, sowas finde ich cool. Das ist genau MC Fitty Style. Ja? Das hier vielleicht noch als Poster oder so wäre cool gewesen. Aber gut, kommen wir mal zum nächsten. Und zwar kommen wir mal zum Album. Da haben wir das Album. Jetzt habe ich mein Messer hier nicht dabei. Ich versuche das mal so aufzumachen. Das ist ja noch eingeschweißt. Kommt im Pappschuber. Macht mal die ganz kurz die Folie ab. Das Album habe ich mir jetzt nicht komplett angehört. Ich habe mal ein paar Singles angehört. Und ich finde es irgendwie. Ja, ich finde Fitty ist nicht mehr so cool wie früher. Also das erste Album fand ich richtig gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Das war ein richtig cooles Album, komplett durchhörbar. Ja, das Album hier, das was ich bis jetzt gehört habe, ich muss das Album nochmal komplett hören. Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich zeige es mal ganz kurz. So sieht es dann von vorne aus. MC Fitty Graffiti, so steht es dann drauf. Wie gesagt, den Titel hätte ich auch irgendwie cooler gefunden, wenn es ein einfallsreicher Titel gewesen wäre oder irgendwas Lustiges. Ja, Trackliste, so sieht die aus. Und da sehen wir schon mal 9 Tracks an der Zahl. Das sind nur 9 Tracks auf diesem Album. Was ich echt schade finde, weil man muss mal bedenken, das erste Album, Geilon, was rausgekommen ist, hatte, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, 19 Tracks drauf gehabt. Dann hatten wir Peace, was jetzt auch kein so krass kreativer Titel ist. Das hatte 17 Tracks. Aber immerhin hatten wir 17 Tracks. Und jetzt haben wir 9 Tracks. 9 Tracks und die Box hat, glaube ich, 40 € gekostet, 43 € mit Versand oder so.
Übrigens bei einem Online-Shop, der nicht so gut ist. Ich kann dich nicht empfehlen. Das ist kein guter Job. Den werde ich auch nicht verlinken, weil ich bin damit sehr unzufrieden. Die haben bis jetzt liefern immer sehr, sehr unpünktlich aus. Ich habe die Box, könnt ihr mal selber gucken. 29.09. soll die abgeschickt worden sein. Und ich habe die bis jetzt, also jetzt genau diesen Datum, wenn das Video rausgekommen ist, vielleicht einen Tag später, ist die Box bei mir angekommen. Könnt ihr verstehen, warum ich den Job nicht so gut finde. Auf jeden Fall haben wir hier dieses Album, was ich deutlich, deutlich schlechter finde als Peace und noch schlechter als Gailon. Ja, ich finde, weiß ich nicht, ja, vielleicht hat er seinen Biss verloren oder vielleicht macht er es absichtlich. So sieht es denn aus, ist so ein Pappschuber. Und ja, so sieht dann das Gesamtwerk aus. Ich finde auch mit der Feature-Auswahl, ich weiß nicht, ich hätte mir vielleicht 2, 3, 4 Web-Features gewünscht, obwohl ich sagen muss, ich mache mal ganz kurz die CD raus, damit ihr auch das mal ohne CD seht. Wobei ich sagen muss, ein Solo-Song, Solo-Album, jetzt muss ich mal gucken, mit neuen Tracks, hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Feature. Na, weiß ich nicht, ein bisschen zu viel, wa? Für ein Solo-Ding. Dafür, dass es nur noch 9 Songs sind, finde ich das auch schon ein bisschen zu viel. So, gucken wir mal rein. Dann ist hoffentlich auch irgendwo ein Booklet. Das ist hier. Ja, wie gesagt, ich bin mit MC Fitti nicht so zufrieden zurzeit. Ich finde die Musik nicht mehr so gut. Ich finde das erste Album geil, aber wirklich richtig. Das Peace war okay. Das hat mir noch eigentlich ganz gut gefallen. Aber da habe ich schon gemerkt, dass es langsam abgeht. Also, dass er nicht mehr so krass drauf ist. Hier haben wir dann so ein Booklet, das kann man aufmachen, aufklappen, so sieht es dann aus, wie das Albumcover. Und so von hinten, ich muss mal gucken, dass es richtig zu sehen ist, so sieht es dann von hinten aus. Ja. Und das ist dann auch sowas, was ich gemeint habe, also, dass so hätte man vielleicht die Box designen können, ne? Sowas in der Art. Ich mache das mal wieder zu. Und dann hätte es auch irgendwie ein bisschen zu den Albumtiteln ein bisschen besser gepasst, finde ich. Wie gesagt, er war 7 Jahre jetzt weg oder so. 7 Jahre hat er kein Album gemacht und jetzt kommt ein Album, was nur 9 Tracks stark ist, wovon viele Songs nicht so gut sind. Ich weiß auch, ich habe auch schon ein paar Kommentare gelesen. Einige Leute finden es auch nicht so gut. Ja, ich packe das mal, booklet hier mal wieder ein. Ich finde, das hat deutlich nachgelassen. Ich würde mir ganz kurz, ich würde mir wünschen, mal richtig, ich hoffe, das ist hier ein Spaßalbum gewesen. Und dann kommt nochmal ein richtig gutes Album mit auch 19 Songs oder wo dann ein bisschen mehr Power dahinter steckt. Ich wünsche mir auch immer noch ein ganz, würde ich auch ganz cool finden, wenn er mit King Orgasmus ein Collabo-Album machen würde. Das würde ich ja mega geil finden. Ich habe auch King Orgasmus und Fitti schon mal angeschrieben, deswegen. Weil ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Gerade beide haben ja diesen gewissen Humor, der auch irgendwie zusammenpasst. Und MC Fitti war ja damals auch als die Legende bekannt. Da könnten sie ja als King Orgy und die Legende ein Album rausbringen, ein Collabo-Album, was auf Humorbasis ist. Wo könnten sie sich ja absprechen, nicht mit Gewalttext oder so. Dass es einfach Humorbasis ist, nicht so ein MC, nicht so ein Imbiss Bronco-Ding, sondern einfach auf Humor wie Orgy 69 halt. Könnte ich mir ein ganz cooles Album vorstellen, aber das war es erstmal zu den Album. Kommen wir mal zu den nächsten Inhalten. Ja, wo fange ich da am besten an? Ich fange mal mit denen hier an, und zwar haben wir auch nochmal so ein, ja, was ist, so ein Anstecker oder so von Grill. Auch von der dieser Grillfirma, die ich euch gezeigt habe mit dem Aufkleber. Das ist hier dabei, ich pack den mal aus. Der ist hier noch in der Titel drin. Auf jeden Fall wünsche ich mir einfach, dass das nächste Album ein bisschen besser wird. Wenn das nächste Album schlechter wird, so sieht es dann aus. Wenn das nächste Album schlechter wird oder mir nicht wieder nicht so gut gefällt, dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr kaufen. Hier, ich habe gedacht, ich unterstütze ihn mal. Das Album ist ja auch, die Box hat er ja auch erst ein paar Wochen später rausgebracht. Also, da hat er das Album schon ins Stream gepackt, keine Ahnung, vielleicht, weiß ich nicht, eigentlich ist es unüblich. Hier haben wir dann noch einen Stift dabei, der sieht dann so aus, ist so ein Pink, ja, und mache ich jetzt mal nicht auf, der ist so eingeschweißt, ist ein pinker Stift, ja,
Und wie gesagt, es ist sehr unüblich, dass man ein Album oder eine Box rausbringt, nachdem man das Album schon als bei Spotify zu hören hat. Wer macht denn sowas? Keine Ahnung. Aber es scheint ja für ihn funktioniert zu haben. Es scheint ja für ihn Sinn zu sein, dass man sowas macht. Hier haben wir dann noch eine Spraydose, eine kleine. Ich glaube, sowas Promo-Ding-mäßiges, dass man jetzt einfach mal ausprobieren kann. Einfach so eine Promo-Aktion, so ein. Ja, was man auch in Drogerien kriegt, wenn man dann irgendwo hingeht, dass man sowas ausprobieren kann. Denke ich mal an, deswegen ist sie so klein. Ich habe jetzt eigentlich so eine große gedacht. Aber ich habe mir jetzt auch sowieso anders gedacht. Ich habe gedacht, dass hier mehr dieses Design ist, dass hier irgendwie auch so ein Abbild von MC Fitti zu sehen ist oder sowas. Es gab ja schon Rapper, die haben ja dann auch richtige Spraydosen reingemacht. Und da war ja auch richtig das Albumcover zu sein. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht hier dabei ist. Kommen wir mal zum nächsten Boxinhalt und zwar zu einer Warsteiner Dose. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Ihr habt bestimmt schon mal alle eine Warsteiner Dose gesehen. So sieht es aus. Das ist Dosenbier von Warsteiner. Schon ganz cool, dass das mal dabei ist, dass mal jemand eine Dosenbier einpackt. Aber hier finde ich es echt schade, dass hier könnte man auch mit Warstein hätte man bestimmt absprechen können. Hey, macht man so ein limitiertes Design mit MC Fitti und seinem Kopf oder was auch immer oder irgendwas oder schreibt Graffiti drauf oder sonst irgendwas. Das hätte ich irgendwie cooler gefunden. Ja, gerade als Boxinhalt finde ich es immer cool, wenn auf den Sachen, die dabei sind, dass da irgendwie irgendwas drauf ist, was mit dem Künstler zu tun hat. So viel dazu. Aber auch ein Problem. Und zwar diese Dose, als dass diese Dose dabei ist, hat mir diesen Online-Shop, wo ich bestellt habe, die haben eine Altersverifizierung benötigt. Ja, weil eine Dose, es war, kann man schon mit 16 trinken, aber dann müssen sie sich absichern, dass du alt genug bist. Auf jeden Fall funktioniert diese Altersverifizierung nicht. Und das ist auch wieder so ein Thema mit diesem Online-Händler, wo ich bestellt habe, das hat mich sehr, war ich echt sauer darüber, dass es nicht funktioniert, dass es dauert. Also bei mir ist es abgebrochen. Ich habe das reingemacht, ich habe das zweimal gemacht und ich konnte die Sache nicht bestellen. Ich finde das deswegen, ich kann diesen Job nicht empfehlen. Also er hat zwar gesagt hier online, die Altersverifizierung ist durch, aber ich konnte es trotzdem nicht bestellen. Ja, und dann habe ich später dann einfach über Amazon bestellt. Also man kann dann noch über Amazon direkt bestellen. Das haben die dann noch so einen Button drin, aber halt diese Altersverifizierung war für den Rotz egal. Ja, auf jeden Fall haben wir eine Warsteiner Dose dabei. Schade, hätte auch irgendwie mit MC Fitti Bild sein können oder so. Und das mit die Altersverifizierung ist halt Schrott. Und dann haben wir hier noch ein Bocker Creme. Die sieht dann aus, so sieht die aus. Ja. Das ist hier von MC Fitti, der hat seine Bocker rausgebracht, seine Würstchen und ja, hat er selber rausgebracht und auch selber hier diese Creme ist auch von ihm selber. Ich glaube, der hat das alles selber gemacht. Ich hoffe, also ich glaube, wenn ich jetzt sage, der hat das alles selber gemacht, dann stimmt es auch. Ich glaube, der hat diesen Geschmack, diese ganzen Geschmäcker selber zusammengestellt und hat selber da viel mitgeredet und so. Vielleicht hat er auch selber entworfen und selber gemixt und alles. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber auf jeden Fall ist die mit dabei. Haben wir so eine Kostprobe dabei. Ja, so eine Bocker-Creme-Kostprobe. Da kannst du ja dann irgendwie mit deiner Bockwurst oder Wiener oder was auch immer, könnt ihr dann auch probieren. Ja, das ist so ein Probierding dabei. Ja. Das sage ich nochmal ganz kurz. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich finde sowas cool, wenn jemand eine eigene Soße herstellt oder eine eigene Getränk oder irgendwas essen oder so und dann seine eigene Soße mit in der Box reinpackt. Warum nicht? Das finde ich ist gut. Das passt zu einem Künstler. Das hat eine coole Sache. Und die Leute, die dann nicht wissen, was das ist oder wie das schmeckt, die könnt ihr dann mal probieren. Ja, auf jeden Fall hier haben wir auch mit dabei. Und dann kommen wir mal zum nächsten, zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier so ein Jutebeutel dabei und ja, so ein bisschen, naja, wie nennt man das? Also hier dieses wie eine Warnweste oder so, ne? Graffiti steht dann hier drauf. MC Fitti, so sieht dann aus. Logo. Da kann man, könnt ihr dann eure Sachen reinpacken, ne? Eure Graffiti-Dosen und so könnt ihr mittragen und werdet auf der Straße gut erkannt. Ist es nett? Ist ein netter Beutel, fässt sich gut an. Ist halt wie so eine Rettungsweste. Oder so,
oder die Bahnmitarbeiter oder so, wenn die ihre technischen Sachen machen und dann auf die Gleise rumlaufen, da haben die auch immer sowas an. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, sowas. Oder die Müllabfuhr hat ja auch sowas dran. Auf jeden Fall, coole Sache. Es ist eine Beutel, ist ein Jutebeutel. Kann man seine Sachen reinpacken. Auch mal sein Warsteiner Bier oder was auch immer. Und kann man mit sich tragen. Ist es auf jeden Fall auch relativ stabil. Ist eine normale, ist eine Tüte auf jeden Fall. Also ist ein Beutel. Ja, kann man ordentlich was reinpacken. Ja, so sieht der aus. Gucken wir uns mal ganz kurz an, was wir für 39 Euro bekommen am Ei. Auf jeden Fall, wie gesagt, schon mal den Jutebeutel, der ganz nett ist. Passt auch ganz cool, wenn man gerade seine Graffitis macht. Dann wird man einmal gut gesehen und alles. Passt auf jeden Fall. Dann haben wir die Bockercreme von MC Fitti selber gemacht. Dann haben wir einen pinken Stift. Kann man auf jeden Fall mal gebrauchen. Dann haben wir hier eine Spraydose, so Test-Spraydose oder was. Dann haben wir ein Warsteiner Bier. Kann man auf jeden Fall danach trinken. Oder ich nach dem Unboxing erstmal ein Bier saufen auf jeden Fall. Oder wenn ihr dann fertig gesprayt habt, dann könnt ihr ein Bier trinken. Auf jeden Fall ist noch mit dabei. Dann haben wir hier so einen Pin-Anstecker oder so von so einem Grillladen. Dann haben wir MC Fittys Album mit nur 9 Songs. Etwas schlecht finde ich leider. Sehr wenig Musik in dieser Box. Und dann haben wir hier eine Handvoll Aufkleber, ja. MC Fitti Aufkleber. Wo ich sagen muss, ich hätte das einen oder anderen Aufkleber, hätte ich gerne mehr gehabt. Auch besonders den hier. Und dann würde ich mal sagen, passt das mit diesem Unboxing zu dieser Box. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.